Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkur. Lifestyle mit Nico am Start heute. Grüß dich, mein Bester. Und ja, ihr seht schon, heute wieder hier, ja, spackiger Kellerraum. Was machen wir hier? Ganz einfach, Selbstverteidigung auf Engraum. Man muss hier ganz anders handeln. Aber alles das seht ihr natürlich nach dem Intro. Genau. Ihr seht schon, sehr enger Raum, haben wir gerade erklärt. Worauf wir hier nicht achten müssen, was eigentlich nicht wirklich passieren wird, sind wilde Ausholschwinger. Mach mal, ja, weil ihr seht schon, da bin ich schon so dicht dran. Das wird sowieso nicht funktionieren. Es wird hier eher eine clinche, enge Arbeit. Ich werde hier immer mehr in die Ecke gedrängt und irgendwann fällt es auch mir schwer, die Deckung aufrechtzuerhalten. Oder aber er macht enge Schläge. Das heißt, er würde hier arbeiten. Fumm, ja. Fumm, fumm, fumm. Genau, er würde hier arbeiten. Das wäre so eher seine Art und Weise. Dann mach nochmal irgendwelche Schläge. Er schlägt hier, ihr seht schon, es sind kurze Haken. Mach nochmal, ne, er schlägt hier. Ja, ihr seht schon, es sind sehr kurze Bewegungen, die er hier machen wird. Und ich werde mich hier auch kurz bewegen können. Ja. Wichtig ist jetzt hierbei, lasst ihn nicht zu viel Spielraum. Macht er jetzt zwei, drei Angriffe auf schnell, mach mal, du bist hier, bumm, ihr seht schon, wenn ich jetzt hier zu viel abwehre wie eben, bumm, bumm, bam, 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 ich bin hier nur am Abwehren, ist er nur am Austeilen. Das ist ein Riesenproblem, ja. Auf kurze Distanz sollte ich schnell reagieren, das heißt, er teilt aus, bumm. Habt ihr gesehen, kam ich sofort rein. Deckung ging hoch, er hat mich sofort reingekriegt. Ich bin hier, bumm, da, habt ihr gesehen, nochmal, ich bin hier, ja, da, bumm. Da gehe ich rein, ja? Ich kann hier zum Unterleib arbeiten, ich kann hier von oben arbeiten. Das ist ganz wichtig. Bei Clinch, seine Arme öffnen sich, da kommt ein Uppercut. Pum. Ja, hier bin ich mit dem Uppercut drin. Nochmal, er kommt Clinch, pum. Mit dem Uppercut rein. Der zweite ist ein Primärziel. Vor Augen, ja? Bin ich sofort zu dem Augen drin. Ich kann hier auch Tritte kaum ansetzen. Deswegen mache ich eher Knie. Ja, nochmal, ich bin hier, pum. Da, mehr so ein Knie. Farb, ja? Kann hier mit dem Ellbogen kommen. Pum. Kann hier nochmal nachhauen. Was auch wichtig ist, ist jetzt zu sehen, es kann natürlich auch sein, dass so ein unvorhergesehener Angriff kommt. Und zwar von hinten, ich gehe jetzt lang und er macht jetzt einfach mal, bevor er schlägt, Schläge von hinten, Leute. Falls jetzt wieder die Frage kommt, was tue ich denn, ich stehe hier und er haut mir einen Hook. Tja, da tut ihr nichts anderes als Daumen und Count. Da geht ihr auf die Bretter. Mehr funktioniert da nicht. Denn ihr habt es ja nicht gesehen. Was das Auge nicht sieht, kann der Körper nicht abwehren. Ich bin hier, bumm, er ist jetzt hier. Ja. Das heißt jetzt ganz wichtig für mich, ey, Wand habe ich doch da. Ja, bumm, seht ihr, da bin ich da. Komm hier runter, komm in den Ellbogen hoch. Kann hier handeln. Kann hier arbeiten. Er drückt mich nach vorne, ich setze den Raum, komm hier rum, ja. Komm hier vielleicht mit dem Ellbogen rein, komm hier mit dem Ellbogen nach, komm zum Unterleib, boom, komm hinterher. Wenn ich sehe, er nimmt die Deckung auch hoch, Leute, ist jetzt sehr viel, aber es ist so wichtig. Er nimmt die Deckung hoch auf engen Raum. Werde ich nicht warten, bis er seinen ersten Schlag macht und ich pendel hier aus. Der Raum ist viel zu eng. Unmittelbar bevorstehen, boom, ich bin drin, ja. Nochmal, ich sehe die Deckung, komm doch, boom, boom, ja, ich bin sofort mit dem Ellbogen drin. Komm hier wieder hoch, geh zum Unterleib und nehme ihn hier. Weg. Wir dürfen hier nicht rumspielen. Ne? Es ist kein Kickboxen, es ist kein Spielen, es ist kein hier mal da ein bisschen gucken, Thai-Boxen, MMA-mäßig hier so ein bisschen spielen. Dann mach ich den, jetzt macht der hier den, kommt der hier und ich mach den. Nein, sondern er kommt, ne? Komm, ich gehe so direkt auf die Augen, gehe sofort wieder rauf, gehe zum Primärziel. Ich muss sofort handeln. Auf Engraum habt ihr keine Zeit für irgendwelche Ali-Shuffles, ja? Gut, Pikebo wird vielleicht noch gehen, teilsmäßig. So, so viel dazu, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch nochmal rum. Nico, ich danke dir vielmals, Bro. Und wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Video. Ich bin so wütend. Nee, ganz wichtig auch, Glocke aktivieren, Leute. Dann seht ihr auch immer das neue Video am Start. Alles klar, bis dann. Glaub mir, ich kenn das, wenn man nix weiter sagt, weil das Leben einen zu Boden zieht, wie Mixed Martial Arts. Wir sind Menschen, die hustlen, kämpfen wie Russell, eine Real-Life-Story mehr. Und wir brennen wie eine Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns einen Rat gegen komische Menschen, die uns zu nah treten? Auf jeden Schläger, die hart sind, wollen noch einen drauflegen, drauftreten. Immer auf Schwächere, die sich auf...